Check the mic and make sure it sound right, boys. Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute, wie ihr schon sehen könnt, zeige ich euch, wie ihr die Challenge von Basti GRG nachmachen könnt. Nämlich die Ice Challenge. Das geht ganz einfach nur mit ein paar Commands und stopp. Nicht abschalten. Die Commands stehen in der Videobeschreibung. Das heißt, ihr müsst nur copy und pasten. Und dann geht's los mit dem Video. So, ihr könnt euch die natürlich aus der Videobeschreibung kopieren. Ich habe hier ein kleines Dokument, wo die ganzen drin stehen. Die sind beschriftet mit Command 1, 2, 3 und 4. In der Videobeschreibung bei euch steht dann auch 1, 2, 3 und 4. Also ihr müsst die nur kopieren. Als erstes braucht ihr dann natürlich einen Command-Block. Das geht einfach, indem ihr slash give euren Namen. Ihr könnt auch dann Tab drücken, dann wird das ergänzt. Oder und dann Command-Block. Und könnt auch mit dem Mauszeiger da drauf gehen. Dann bekommt ihr den Command-Block. Ganz easy. Nämlich den ersten Command-Block. Geht ihr rein, alles so lassen, wie das hier eingestellt ist, und geht dann in die Videobeschreibung und nimmt euch wirklich den kompletten ganzen Command. Ihr müsst ihn wirklich komplett von Anfang bis Ende kopieren. Macht dann STRG C und macht hier drin STRG V. Jetzt bekommt ihr, wenn ihr dann einen Button habt und den Button dann da drauf placed, bekommt ihr so ein Eisbuch. Da könnt ihr das Eis anschalten, ausmachen und zu meinem YouTube-Kanal kommen. Und ihr seht schon, im Chat kommen die ganze Zeit so ekelhafte Nachrichten. Deswegen könnt ihr euch einfach slash game rule send command feedback auf false. Wenn ihr das habt, dann kommen diese Nachrichten nicht mehr an. By the way, diese ganzen Commands müssen im Spawn-Chunk sein, also da, wo ihr spawnt, wenn ihr kein Badge habt, also da, wo am Anfang der Welt, da müssen die sein, weil die müssen ja immer da sein. Weil wenn die aus eurer Sichtweite sind, dann werden die natürlich nicht mehr geladen. Deswegen muss das Ganze hier im Spawn-Chunk sein. Den nächsten Command platziert ihr dann auch, am besten daneben, nicht berühren. Da müsst ihr ein bisschen was einstellen. Und zwar klickt ihr hier, bis da Repeat steht. Dann wird der Command lila. Und gibt hier oben dann den zweiten Command rein, also Command 2. Kopiert euch den und fügt den hier ein. Dann nehmt ihr euch wieder einen Command-Block, drückt Shift dagegen, sodass die in so einer Kette sind. Macht hier, bis es Always Active steht und hier, bis der Chain steht. Jetzt wieder zu so einem grünen Command. Da kommt dann der zweite rein. Dann braucht ihr wieder einen grünen Command, also Always Active und Chain. Und kopiert euch Command 3. STRG C. Und hier drin STRG V. Dann kommt der letzte Command, den auch wieder zu so einem grünen Command machen. Und den letzten Command nehmen und hier einfügen. Das Ganze baut ihr dann am besten hier in Bedrock ein. Ich mache das jetzt nicht, weil ihr sollt natürlich dann später nicht drankommen. Nehmt euch dann einen Lever, also einen Schalter, und setzt ihn da hinten dran und könnt das Ganze einschalten. Wenn ihr euch dann dieses Buch gegeben habt, müsst ihr nur noch einmal auf Eis anklicken und automatisch habt ihr dann das mega geile Eis. Es macht wirklich unglaublich Spaß. Ihr könnt einfach rumflitzen und durch die Gegend gehen und könnt dann einfach wieder Eis ausklicken und es ist aus. Ihr könnt Mobs damit stacken. Ihr könnt einfach das machen, was Basti GRG gemacht hat in seiner Challenge. Ihr könnt natürlich dann auch einfach seine Challenge nachmachen. Also einfach Minecraft durchspielen und laufen gleich Eisboden. Das war ja sein Videotitel. Das war's dann mit dem Video. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert gerne, wenn ihr weitere Challenges von Basti GRG sehen wollt oder generell einfach Minecraft-Tutorials. Und würde sagen, mach's gut, bis bald und ciao, Leute.